Hallo und willkommen zu unseren Windows 8 Tutorials. Diesmal zeige ich euch, wie ihr das Windows 8 Notebook entsperrt. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt es ganz normal mit der Maus oder dem Touchpad machen. Das ist bei beiden ungefähr gleich von der Funktion. Oder aber über den Touchscreen. So, beim Touchscreen einfach mit dem Finger von unten nach oben ziehen und ihr habt den Sperrbildschirm. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr sozusagen entweder euch per Kennwort einloggt oder aber per PIN oder ein Bild, wo ihr ein Muster drauf malen wollt. Wir haben auf dem Rechner das Bild eingerichtet. Wie man das ändert, zeige ich euch in einem anderen Tutorial. So, ich gebe jetzt einfach unser Bildmuster ein und bin dann im Hauptmenü. Das Ganze funktioniert auch per Maus oder Touchpad, einfach indem ich irgendwo mit dem Maus kurz einmal hinklicke und dann kann ich auch mit der Maus das Muster ziehen. Wobei ich finde, das ist dann etwas, wo ich sage, mit dem Touchpad funktioniert das sehr schlecht. Mit der Maus ist es dann schon etwas besser, aber die Bildentsperrung lohnt sich wirklich nur, wenn man Touchscreen nutzt, weil es mit der Maus und dem Touchpad etwas umständlich ist. Ja, das war es auch für diesen Teil. Dann bis zum nächsten Mal.